Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kingdoms of Amalur Reckoning. Hier ist Sigoretti. Und es wurde mir natürlich auch noch gesagt, ich solle mich mal um die Queste, um die Kyrix-Geweihten weiter kümmern, bevor es dann. Flüchtlinge sind hier nicht willkommen. Schnauze! Du, kleine Ratte. Die Tussnelda betet hier gar nichts mehr. Zurück zu dem Eigentlichen, was ich sagen wollte. Ich solle mich auch noch um die Queste weiter kümmern, der Kriegsgeweihten. Willkommen in Tirins Rast. Bevor es dann zurückgeht, zum ersten Mal reingeht, nach Rathir. Nicht zurückgeht, ich war ja noch gar nicht in Rathir. Und da sehe ich schon wieder Boggarts. Boggarts, Boggarts und noch mehr Boggarts. Boggart, komm her. Wuppa! Wie gefällt dir das, Boggart? Ja, was willst du? Du kleiner, kleiner Pest-Boggart? Daneben, mein Freund! Tschüsse! Wunderbar, hervorragend. Ja, da bin ich erstmal wirklich gespannt, was mich da jetzt erwartet. In der Queste um die Kriegsgeweihten und vor allen Dingen freue ich mich schon auf Rathir. Ich glaube, Rathir wird einfach nur gigantomatisch. Ich bin gespannt, was da alles sein wird, was da alles auf mich zukommt. Ich meine, es ist ja schon in dieser Gegend um Rathir herum und Konsorten der reinste Wahnsinn. Ich befürchte, Rathir wird die Hölle sein. Rathir wird mit Sicherheit die Hölle sein. Ich laufe mal hier entlang, weil ich diese Bauten da vorne sehr interessant finde. Geht es da etwa weiter mit den Kriegsgeweihten? Aber hier ist noch eine Queste. Das heißt, auch hier habe ich noch eine Queste, die ich machen kann. Es ist unglaublich, oder? Es ist so unglaublich. Hallo, mein Freund. Kleid Arne. Was soll ich machen? Ich muss gehen. Aber ich kann nicht. Und ich kann nicht zurück nach Dolph Arne. Aber ich muss. Kleid Arne, was ist los mit dir? Warum kannst du nicht nach Dolph Arne zurück? Erzähl mir erstmal nochmal ein bisschen über euch. Haben wir den schon mal getroffen? Auf jeden Fall sagt mir der Name Arne auf jeden Fall was. Ich bin der rechtmäßige Erbe von Dolph Arne. Zumindest war ich das. Ich habe die letzten Jahre im schönen alten Rathir verbracht und so getan, als würde sich nichts ändern. Und wo ist das Problem, zurückzugehen nach Dolph Arne? Das war meine Heimat, bevor ich sie der Alpha-Armee überschrieben habe und mit den Taschen voller Gold nach Rathir gegangen bin. 10 Jahre lang haben die Toata es nicht berührt. Das ist allgemein bekannt. Für mich waren es 10 Jahre in einem kalten Gefängnis aus Stein. Was haben die dich angerührt? Rathir oder Dolph Arne? Also irgendwie war das jetzt gerade ein bisschen komisch. Erzählt mir über die Küste. Mein Gott, das Wort kann doch nicht so schwer sein. Ganz ehrlich, ich komme mir hier vor wie ein Hase, der von Falken gejagt wird. Also, warum müsst ihr fort? Der Krieg, meine Teuerste, der Krieg. Ich wurde einberufen. Ich hätte schon vor Tagen ausrücken sollen. Nur wäre ich weitaus begieriger auf Abenteuer, wenn ich meine Familienwaffen bei mir hätte. Sie sind dort, in Dolph Arne. Verstehe, eure Familienwaffen. Ein Stab und ein Talisman, was jede Arne mit Selbstachtung seit Urzeiten im Kampf getragen hat. Hätte ich sie nicht in dem verfluchten Turm gelassen, würde ich sie jetzt tragen. Okay, wieso könnt ihr sie nicht besorgen? Ich sollte gar nicht hier sein. Ich hätte schon vor Tagen ausrücken sollen. Das versuche ich die ganze Zeit zu sagen. Ich muss, ich will meine Familienwaffen holen und verschwinden, bevor jemand merkt, dass ich hier war. Nur, wie? Ich sag euch was. Ich hole eure Waffen aus Dolph Arne. Ihr meint es wirklich ernst, was? Nun, mit etwas Glück sind der alte Stab und der Talisman unversehrt, obschon ich das bezweifle. Ich würde viel dafür geben, zu wissen, ob sie noch dort sind. Allerdings ist Dolph Arne heute ein Armeestützpunkt. Um eingelassen zu werden, braucht ihr einen Offizierspass.
Verstehe. Wie komme ich an den Offizierspass, mein Freund? Ein Arne trägt im Kampf traditionell einen Stab und einen Talisman. Mein Bruder trug sie bei Oriators Wehr und starb 3 Tage später an seinen Wunden. Leider habe ich sie in Dolph Arne gelassen, als ich es der Armee übergab. Wer weiß, wo sie jetzt sind oder in welchem Zustand. Na, das werde ich sehen, mein Freund. Erzählt mir von dem Krieg. Die Geschichte der Familie Arne ist geprägt von diesem verfluchten Krieg. Mein Vater und meine Brüder haben viel für die Sache getan. Ich sollte eigentlich keinen Finger rühren müssen. Verstehe, du bist der Dritte quasi im Bunde. Genfer Konvention etc. pp. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Wie komme ich an die Waffen? Nun, ihr müsst nach Dolph Arne. Dafür braucht ihr einen Offizierspass. Ihr könntet einen stehlen, borgen. Oder eine Fälschung besorgen, vielleicht im Mondlager. Verstehe. Ade, mein Freund. Beeilt euch, wenn ihr könnt. Sie könnten mich jeden Moment finden. Ja, natürlich. Ich werde mich beeilen, wenn es denn sein muss. Aber erstmal nicht. Dort ist das Mondlager. Ganz locker bleiben, du kleiner Fratz. Erst einmal möchte ich zu den Kriegsgeweihten. Moment, ist das die richtige? Ja, doch, doch, doch. Komme ich hier nicht nach Rat hier rein? Hey, Momento! Habe ich vielleicht die falsche Quest ausgesucht? Haus ohne Türen. Der Mann, der die schildverpflichtete Fenern... Ja, das ist doch die Quest um die Gruppierung. Pass auf, da mache ich erstmal die Familienwaffen. Ich weigere mich schon, jetzt nach Rat hier reinzugehen. Aber ich bin ein bisschen verwirrt. Ich bin ein wenig verwirrt, muss ich ehrlich sagen. Naja, egal, ich kümmere... Nein, ich will da nicht per Schnellreise hin. So weit ist das gar nicht von hier entfernt. Soweit ist es nicht entfernt. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich als Kriegsgeweihte da einfach hinein darf. Das hier ist Dolph Arne. Seid ihr Offizierin? Habt ihr einen Offizierspass? Kein Pass, kein Zugang. Ah ja, ich komme nur mit einem Pass hinein. Das hat uns der Knilch gesagt, meine kleine Tilly. Erzählt mir erstmal von euch, mein Freund. Da widerspreche ich einmal meinem Hauptmann, nur ein einziges Mal. Und was bekomme ich dafür? 3 Monate Wachdienst, Tag und Nacht. So kann's kommen. Erzählt mir von der Alpha-Armee. Es ist ein Privileg, den Stahlhelm zu tragen. Alle sollten stolz darauf sein. Ist das so? Und jetzt erzählt mir von Dolph Arne. Das hier ist unser Stützpunkt mit Kaserne und Lagerhaus westlich der Forian-Enge. Er war nicht unwichtig, als an dem Platz, wo wir beide jetzt stehen, der Krieg tobte. Aber das ist fast 10 Jahre her. Verstehe. Ich komme nur mit einem Pass hinein? Ganz genau. Zutritt nur für Offiziere. Wenn ihr einen Pass habt, zeigt ihn vor. Ich habe meinen Pass verloren. Ist das dein Ernst? Ihr habt in Rat hier zu viel gezecht, was? Und dann seid ihr mit leeren Taschen aufgewacht. Wenn ich ein Goldstück für jeden hätte, der mir diese Geschichte aufgetischt hat. Das kommt vor, besonders bei Kameraden wie euch, die frisch von der Front kommen. Tja, wir haben diesen Pass für Ehrengäste. Und haltet euch mit dem Trinken zurück. Natürlich, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Kann ich jetzt reingehen? Alles klar, ihr dürft passieren. Ach, na, das war einfach. Na dann, hinein nach Dolph Arne.
Oh, spannend, oh, spannend. Hallo, ihr Süßen. Hinten herrscht ein heilloses Durcheinander. Na, dann wollen wir uns da mal drum kümmern, dass hinten kein heilloses Durcheinander mehr herrscht. Hier komme ich gar nicht weiter. Das heißt, ich muss irgendwie seitlich hier entlang. Verdammte Belagerung! Ist ja gut, ganz ruhig. Wieso haben die hier Belagerungs... Och, guck mal. Fein macht ihr das, fein. Machen sie alle das Gleiche? Sie machen alle das Gleiche. Oh, warte mal, wieso sehe ich hier Feinde? Was machen hier Ratten drin, hä? Und stirb, Riesenratte. Aua, du verfluchtes Vieh. Daneben, meine kleine, beziehungsweise in mein Schild. Wieso haben die hier Ratten? Was ist denn das? Darf ich hier klauen? Darf ich? Nee, nicht das. Sag mal, Tilly. Ah, das ist aber nichts. Das ist ja alles, wären nur Sachen, die ich zu Plunder packen würde. Da ist sogar eine Falle. Und eine Truhe. Maibrunnenwein, ist das was, was ich haben sollte? Ich nehme es mal mit. Oh, shit. Falsch. Noch ein bisschen weiter rum und dann dürfte es passen. Sehr gut. Ein altes Relikt. Ich weiß, dazu wurde mir schon mal was geschrieben, was das ist und wofür ich es brauche. Nämlich, ich glaube, ich kann es verkaufen, ne? Ups, fast in die Falle reingelaufen. Das wäre nicht gut gewesen. Danke für den meisterhaften Trank. Oh, oh, noch mehr Fallen. Ich frage mich ernsthaft, wieso die hier hinten Ratten drin haben. Und wieso es hier hinten so heruntergekommen aussieht. Hallo, ihr Süßen! Wow! Hört ihr mal auf, mich auf diese Art und Weise anzufallen. Ich habe gleich wieder eine Krankheit. Ich sag's dir. Ey, ich krieg mein Schild gar nicht so schnell hoch, wie die angreifen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie gefällt dir das, hä? Im falschen Augenblick das Schild immer heben. Das passt zu mir. So, und hier irgendwo soll dieser blöde Stab sein. Ist der etwa in diesem Regal? Ja, scheinbar ja. Stab von Arne. Wow. Das scheint ein richtig guter Stab zu sein. Ja, toll. Da war ich gerade schon und habe bin dann einen anderen Weg gegangen. Aber ich gehe nochmal eben hier so ein bisschen durch und guck mir die Gegend hier an. Hallo, Spinne.
Stufenaufstieg. Wundervoll. Da ist irgendwie so eine Platte. Ich konnte das Ganze entschärfen, das ist gut. Und jetzt gib mir mal eben bei den Waffen und hier. Und da hätte ich ganz gerne... Was machst du eigentlich? Blitzschlag etc. Wow! Ich glaube, wenn man als Magier hier rumläuft und den einfach mal ausrüstet und nicht zurückgibt, würde funktionieren, oder? Würde bestimmt funktionieren. Wow, das nenne ich mal... schon kaputt. Das war ein ordentliches Schloss, aber ich habe ihn geknackt. Das könnt ihr behalten. Oh nein, ich habe es aufgehoben. Ach, ich bin so blöd manchmal. Na egal. Mal eben wieder mein Schwert ausrüsten. Das mache ich gleich mit dem Stufenaufstieg. Ich werde es nicht vergessen. So, Waffen, Sekundärwaffen und ich möchte meinen Sturmbringer. Wow. Nicht schlecht. Plunder. Eisschaden, weg. Gut, dann laufen wir mal eben hier nochmal entlang. Aber hier dürfte jetzt auch nichts mehr Besonderes sein, oder? Obwohl, hier war ich gerade, oder? Nö, war ich nicht. War ich nicht. Ach, ist das doof. Nein, das... Nein! Nein! Ach Gott, jetzt habe ich doch den Stufenaufstieg. Wollte ich doch noch gar nicht. Ja, dann pass mal auf. Ich wollte, glaube ich, das Überzeugen noch höher machen. Um es wenigstens... So, ja, das mache ich auch. Um diese Tusnelda da irgendwie befragen zu können. So, und womit war ich hier stehen geblieben? Mit... Dir war ich angefangen. Und einen Punkt kann ich noch vergeben. Jetzt ist die Frage, wohin? Verursacht Anhalten der Erschütterungen, die deine Gegner betäuben können. Darüber hinaus wird sämtlicher Schaden... Aber ich benutze das Beben so selten, ne? Ist die Frage. Ich bin mit vielen eigentlich einfach durch hier, ne? Ist Wahnsinn. Dein drohender Tod, komm, dann machen wir das. Der drohende Tod finde ich immer gut. Und hier kann ich erstmal weiter auch nichts erhöhen. Das passt. Fertig. Ich wollte im Inventar bei den Waffen eigentlich rein und zwar diesen Stab wieder ausrüsten. Diesen Stab wieder ausrüsten. Was ist denn heute los? Und hier mal Rambazamba machen. Oh. Oh. Ihr doofen Spinnen. Daneben. Du Ekelhaften! Hör auf, mich anzuspucken! Geht doch! Sorgen wir hier mal so ein bisschen dafür, dass hier aufgeräumt wird. Das passt schon zu einer Tilly. Könnt ihr behalten. Die alten Knochen. Wow! Andere Richtung. Nee, oh, das ist ein schweres Schloss. Das ist ein verdammt schweres Schloss.
Naja, letzten Endes war es aber auch einfach. Okay. Den Helm des Helios. Helm des Helios klingt aber eher, als wenn es einem Magier zugutekommt. Nee, tatsächlich nicht. Aber der Helm, den ich habe, ist besser und den packe ich dann einfach da mal rein. Ach hier, den habe ich auch gefunden. Kortianischer Kurass, der ist schon besser, aber ich frage mich, ob diese ganzen Nebenteile, die kriege ich wahrscheinlich erst. Also erstmal macht er einfach nur 10% Blockeffizienz im Nahkampf und 5 Blutungsresistenz. Sehe ich richtig, oder? Und all das andere, was da unten so steht, das kommt erst, wenn ich das Set vollständig habe, oder? Und wenn ich das so genau sehe, dann finde ich den letzten Endes trotzdem noch besser. Deswegen habe ich den nicht angelegt. Ich meine, ich kann ja mal, so sehe das aus. Das sieht schon nicht schlecht aus, aber naja. Naja, egal. Gut, dann würde ich sagen, jetzt habe ich mir aber hier wirklich alles angeguckt, oder? Holen wir uns noch eben das andere Teil, was wir da brauchen. Und bringen dem guten Dolve Arne, Kate Arne oder wie hieß der, das ganze Zeug. Und dann sehen wir ja, was passiert. Hier rum. Ah, da komme ich auch nicht dran. Ah, von der anderen Seite. Ich muss die Kisten zerstören. Teufel und eins. Oh, ich sollte mein Schwert ausrüsten. Ich sollte der Talisman. Wunderbar, nehme ich auch mal an mich. Ich würde mir das Ganze ganz gerne im Inventar mal angucken, dieses Teil. Das ist ein Schild, ne? Okay. Da ist meins besser. Und jetzt möchte ich ganz gerne mein Schwert wieder ausrüsten. Weil da kommen schon wieder Gegner auf mich zu. So, was kommt denn da? Ratten! Ratten kommen hier! Nehme ich. Oh, einfacher Heiltrank. Warum auch nicht? Nehme ich auch. Sehr schön. Dann wollen wir mal zu Kate Arne oder wieder wie er auch immer er sich schimpft und bringen ihm mal sein tolles Teil. Und hier in meiner Gegend wird gerade schon geböllert. Es ist nämlich kurz vor Silvester. Hallo, Driane. Mach dir mal nicht so viel Krach. Ja, jetzt den richtigen Weg hier hinausfinden, wo? Sag mal, bin ich zu doof, einen Weg hinauszufinden? Scheinbar ja. So schwer kann das doch bitteschön nicht sein. Der wird sich jetzt bestimmt aus dem Staub machen und sich nicht mehr darum kümmern, dass er irgendwie Krieg in den Krieg ziehen muss, etc. Oder? Aber das ist natürlich auch nicht okay. Wenn schon zwei Leute aus einer Familie gestorben sind, gehört der dritte nach Haus. Oder er belügt mich insgesamt und das Zeug gehört gar nicht ihm. Kriegsgeweihte, was führt euch hierher? Nichts weiter, nur eine Quest. Das ist bestimmt nicht der Richtige. Der betrügt mich doch wieder. Kannst du sagen, was du willst? Nee, hier bin ich falsch. Ich glaube, der betrügt mich.
Ich glaube, der hat sich nur als einer der Ahnes ausgegeben, damit er das ganze Zeug für sich kriegt. Und warum verkauft er sein Anwesen? Hä? Na, ich bin ja mal gespannt. So, mein Freund. Hier. Ihr wart also in Dolph Arne? Ich hoffe, es war nicht allzu schwierig. Habt ihr meine Waffen gefunden? Der Stab war doch nicht verfault, oder? Nein, es ist alles im besten Zustand. Hier habt ihr den Stab. Das ist er. Dieses alte Stück Holz ist unverwechselbar. Ich fühle mich schon viel mutiger, wenn ich ihn nur in der Hand halte. Und der Talisman, habt ihr ihn an seinem Platz gefunden? Natürlich, hier ist er. Ah, wunderbar. Ich weiß nicht, vor wie vielen Klingen und Pfeilen er meine Familie bewahrt hat. Ich werde mich sicherer damit fühlen, so viel steht fest. Hier, das ist für eure Mühen. Und was hast du jetzt vor, mein guter Kreid Arne? Ziehst du in den Krieg? Der Name Arne hat mich bisher geschützt. Doch ein Krieg ist eine hungrige Bestie. Und es stand wohl in meinen Sternen, dass ich früher oder später einberufen werde. Verstehe. Okay. Und warum hast du Dolph Arne eigentlich verkauft? In einer Festung zu leben klingt toll. Aber mir ist Rathier mit seinen Festen, seinem Essen und seinen Frauen tausendmal lieber. Verstehe, verstehe. Erzähl mir ein bisschen von Rathier. Es ist arg groß. So etwas gibt es in ganz Amalur kein zweites Mal. Das verspreche ich euch. Schönheit, Eleganz, Weisheit. Eigentlich kann man es gar nicht in Worte fassen. Das klingt nach viel Arbeit. Aber ich danke dir. Ich danke dir. Und viel Spaß bei dem, was auch immer du vorhast. Tschüss. Möge Lyria über uns beide wachen. Na, ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Wunderbar. Aber wenn ich dann so auf meinen Wecker schaue, würde ich sagen, ganz so weit ist es zwar noch nicht, es ist nicht ganz eine halbe Stunde rum, aber ich denke, ja, ich werde hier jetzt einen kleinen Schnitt setzen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, bleibt sauber und vor allen Dingen gesund und bis zur nächsten Folge, wenn ihr denn so wollt. Und vielleicht dann auch schon in Rathier. Das wird sich zeigen. Tschüss!